So, wie in dem For-Free-Video versprochen, gibt es jetzt nochmal ein extra Video. Rain Valley 2. So, es gibt sie. Was war das? Aha. Einstellung. Ich glaube, wir machen auch hier wieder ein bisschen leiser. Hallo. Meine Frau kommt gerade rein und sieht, dass da eine Motte an der Wand ist. Die hat unsere Katze auch schon gejagt, aber irgendwie hat es nicht geschafft. Ich mache die nachher weg. Gut, so, das ist jetzt alles angepasst. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, ja, jetzt kommt die zweite Katze. Oh, die seht ihr so selten. Dann muss ich das ganz schnell machen. Entschuldigung, mitten im Video, aber es muss sein. Es muss sein. Da ist der andere, der Schüchterne. Der kommt nie so nah. Hallo, komm mal her. Hallo. Naja, ein Versuch wert. Und wieder weg. Und wieder. So. Gut. Da geht ja ganze Menge ab. So, Start. Katze. Ja, das sind meine beiden Süßen. Genau. So, wir fangen einfach an mit Dampfmaschinenzeitalter der Forstbetrieb. Missionsbesprechung der Forstbetrieb. Missionszeit 975. Achso, das sind die drei, ja. Verdiene mindestens 40.000. Vermeide Zugunglücke. Machen wir. Nein, also die denkt nicht, komm du doch zu mir, wenn du was willst, sondern die denkt mehr so. Balu ist geschickt und sehr lieb. Aber Balu ist nicht sehr schlau. Zu toll, nicht überspringen, fortfahren. Schauen wir uns zunächst mal den Streckenbaumodus R an. Ja? Aha. Verbinde die Stadt mit dem Holzfällerlager, indem du eine Bahnlinie von einem blauen Feld aus ziehst. Aber wohin? Weiß ja nicht, wohin. Wohin? Sollte etwas mit der Strecke nicht stimmen, drücke einfach die rechte Maustaste oder ESC, um den Bau abzubrechen. Brauche ich jetzt nicht. Du kannst Streckenteile später immer noch im Abrissmodus wieder entfernen. Kommt er ja gleich doch noch zu. Oh ne, er liegt. Entschuldigung, das ist auch ein bisschen cute, deswegen kann ich das nicht hier. Kannst du einfach mal ein. Was ist das? Ja, aber dann ist es im Moment, das muss ich. Das ist ja krass seltsam. So. Ja, es ist zu weit weg, ne? Der verknödelt sich dann immer so ein bisschen. So ein ganz kleines Teil, aber er liebt das Ding einfach. Ist schon eine große Katze, ne? So. Zack. Und weiter. Wir kommen ja gar nicht mehr zum Spielen, ne? So, du kannst Streckenteile später immer wieder noch im Abrissmodus eh wieder entfernen. Aber das will ich ja nicht. So. Klicke einen Zug mit zwei Waggons voller Arbeit los, indem du diese Schaltfläche klickst. Arbeiter erscheinen automatisch in Städten. Ist jetzt alles sehr entspannt. Stadtteile brauchen unterschiedliche Ressourcen. Sehr niedlich bis jetzt. Und du fühlst dich nicht überfordert.
Löse alle deine Aufgaben, um ein Level abzuschließen. Was? Und das wäre? So, er macht's. Ich dachte schon. Du kannst einen Zug anhalten, indem du sein Symbol anklickst, dann kannst du ihn entweder weiterfahren oder umkehren lassen. Gut, weiterfahren. Ups. Und Geld? Du hast dein erstes Missionsziel erreicht. Die Stadt braucht einen Bretter. Lass uns ein Sägewerk bauen. Also doch, das Tutorial geht weiter. Süß. Sägewerk braucht Arbeiter und Holz, um Bretter zu produzieren. Ja. Willst du damit sagen? Ja, ich verstehe. Trip, du kannst das Spiel mit Space pausieren und trotzdem weiter Gleise verlegen. Ja, das war... Was? Was? Was ist es? Gut. Dann machen wir das irgendwie so. Du musst dein Holzfällerlager mit dem Sägewerk verbinden. Ja, aber wie? Geht so nicht. Das ist okay. Das ist okay. Zug. Oh. Ist der Zug noch da? Habe ich den nicht gerade dahin gebracht? Also die Züge muss ich gar nicht haben. Das ist gar nicht verbunden, oder? Nö, ist es nicht. Das geht nicht, oder? Oh Mann, ich bin zu doof. Nein, ich wollte den Bau abbrechen, warte mal. Aber wie soll das dann gehen? Ich weiß nicht, wie das geht.
Ah, das wollte ich nicht. Mann, ich bin zu doof. Nein, dahin. Komm, das da nochmal. Und das da nochmal. Okay. Hilfe. Ich guck einfach mal, ob das irgendwie geht. Geht. So geht es also. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ich probiere nur. Also bis der ankommt, so verstehe ich das mal. Es ist das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Bis jetzt ist es noch recht. Nee. Denke ich auch. Also mich vielleicht. Kommt drauf an, wie fordernd es irgendwann wird. Ich hätte es gern entspannt. Ach, der bringt immer nur zwei. Der kann nur zwei. Der braucht auch nur zwei zu bringen. Ich merke es gerade. Wir warten. Machen vielleicht das da trotzdem noch voll. Wir müssen ja nicht ohne Not. Ach Gott, ich hätte ja schon vorher losschicken können. Hinterher geht ja. Jawohl. Und jetzt? Ah, mach ich. Und jetzt, was wollte denn noch? Was waren denn die Aufgaben? Das ist ein. Mhm.
Ich hätte gern nochmal die Aufgabenstellung. Achso, ja, die Zeit, ne? Da bin ich jetzt nicht fertig. Ach, da braucht noch zwei Holz. Okay. Noch zwei Bretter, oder? Ja, mach das bitte. Also ich habe gedingst. Machen wir schneller. Ja, das ist super, super Idee. Wir machen vielleicht... Ah, stopp. Wir machen vielleicht nochmal schnell. Jetzt haben wir es aber geschafft, ne? Aber es hat halt eben viel zu lange gedauert. Ja, so. Missionszeit. Natürlich miserabel. Ich bin für sowas nicht für schnell. Ja. Ja, vermeide Zugunglücke. Ja, gut. So, mal gucken, ob wir das vielleicht in schnell kriegen. Nein. Der Bauernhof. Aha, so funktioniert es also. Ja, zerstöre keine Objekte in dem Gesamtwert von insgesamt über. Oh Gott. Will ich das? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das will. Oh nein. Ja. Damit habe ich das erste schon mal, oder? So, aber warum geht das nicht? Also der braucht Leute. Dann schicken wir da mal Leute. Zwar gleich viele. Und ich bin auch gleich wieder da. Ich muss ganz kurz etwas für meine Frau richten. Ich bin gleich wieder da. Mache in der Zeit auch das Mikrofon aus. Und gehe hier mal auf Pause. So, bis gleich. So, sorry. Da bin ich wieder. Ja, ich habe ja gleich Nachtschicht und die... Und der Fire TV-Stick ging nicht und ich muss das jetzt gerade fixen. Leider muss ich jetzt natürlich im Video auch ein bisschen rumschnippeln, aber egal. Wir machen jetzt mal noch kurz weiter. Die beiden. So, wo gibt es denn Sand? Da. So. Hallo, hallo. Mann, nein. Der macht Sand, der braucht Sand, aber wie... Der braucht Arbeiter. Der braucht Arbeiter und Weizen. Dann. Also der braucht 10 Sand, ne? So, dann erstmal.
könnte ich ja dann auch mal bauen. Warte. Ist ja schon ganz süß irgendwie. Das ist ein Zeitlimit, ist es doof, aber... Nein, geht zurück. So, gut. Der braucht noch einmal Arbeiter. Der braucht noch mal Arbeiter. Der braucht zweimal Sand. So. Dann sind wir mit Sand fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Kühe. Dahin. Nein. Das war genau falsch. Warum macht er das? Das ist doch doof. Erstmal 4 Arbeiter dahin. Arbeiter dahin. Dann. Ein Zug dahin. Springt er jetzt wieder zurück? Nein. So, und Arbeiter dahin. Ja, da sind noch 2 Arbeiter jetzt. Was ist denn los? So, ich habe 2 kaputt. Aber warum sind denn hier... Hä, was fehlt denn? Nein, ich wollte Arbeiter dahin schicken. Hör mal auf. Also ich habe da keine... Wieso habe ich da keine Arbeiter? Ach, weil der immer sofort wieder... Oh Mann. Ich verstehe. Jetzt aber bitte schick. Ich kann da keine Arbeiter hinschicken. Kannst du bitte? Verstehe es jetzt. Ich muss die praktisch überfüllen. Und jetzt nochmal. Wie bringe ich da Arbeiter hin? Das ist doch bescheuert. Ich mag das nicht. Eine Idee, aber das ist ein bisschen doof gemacht. Man kann also nur das
Das war jetzt in jeder Hinsicht richtig doof. Jetzt haben wir es geschafft. Super. Mag das Spiel nicht. Gefällt mir nicht sehr gut. Nee, also fand ein paar Sachen vom Tutorial her sehr, sehr, sehr unschön erklärt. Nee. Gefällt mir nicht. Und mit diesem gefällt mir nicht. Ja, ich muss das Video jetzt natürlich schneiden und hochladen, weil ich ja diesen Aussetzer hatte, ohne auf Pause zu gehen in meiner Aufnahme. Aber das ist vielleicht ein gutes Spiel. Das muss man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen mit. Und ich finde es auch ganz süß gemacht, aber ja, ich weiß es nicht. Mich hat es geärgert, dass es am Anfang doof erklärt wird. Ne? Und jetzt weiß ich es. Und jetzt geht es wahrscheinlich, also man muss immer direkte Routen machen und dann ist es kein Problem. Leider muss ich halt auch aufhören, weil, wie gesagt, heute wieder Nachtschicht. Und ich habe noch einiges vorzubereiten. Deswegen sage ich an YouTube, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt Train Valley 2. Mit einem nicht ganz hinreichenden Tutorial, aber ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Und ja, ja, es war umsonst. Sagen wir mal so. Danke fürs Zuschauen, macht's auf jeden Fall gut und ciao.